Hügel der Gehängten. Er war ein Schamane, ein Magier, ein Zauberer. Und er hatte sich den finsteren Mächten verschworen. Seine Feinde schleifte er zum Galgenhügel, wo sein mächtiger Verbündeter wartete. Destero, der Dämonenhenker. Doch die Macht des Schamanen wurde gebrochen. Er starb. 400 Jahre später nahm er Rache. Zusammen mit Destero erweckte er den Galgenhügel zu neuem, blutigem Leben. Schon seit 3 Tagen stand der alte Zigeunerwagen vor dem Ort. Alle machten einen Bogen um ihn. Ein Zigeunerlager. Das war etwas Geheimnisvolles, etwas Fremdes, etwas, vor dem man Angst haben konnte. Die alte Kulina hatte es zuerst bemerkt. Sie hörte Stimmen. Und am Abend erzählte sie es in der Dorfkneipe. Da wohnen welche drin. Ich hab's gehört. Und wenn ich ehrlich sein soll, soll ich ehrlich sein? Ja, komm. Klar, sei doch ehrlich. Nicht nur Stimmen habe ich gehört, sondern auch Geräusche. Welche Geräusche? Schlimme Sachen, Schmatzen, Würgen. Ach, die alte Spinne. Doch, ich spinne. Und warum, wenn ich fragen darf? Warum erzählst du hier Schauermärchen, Alter? Das sind keine Schauermärchen. Ich habe alles selbst gehört. Wirklich, ja? Ich schwöre es, mit diesem Wagen stimmt etwas nicht. Der hat das Grauen geladen. Ach, das ist doch Fantasterei. Woher willst du das wissen? Kennst du eigentlich den Fluch, der auf dem Dorf lastet, du junger Spund? Ja, davon habe ich gehört. Na ja, dann weißt du auch, dass der Wagen in der Nähe des Hügels steht. Na und wenn schon, das bedeutet gar nichts. Die Zeiten sind doch vorbei. Aber sie können wiederkommen. Nein. Vielleicht wirst du es erleben, dass der Hügel noch einmal sein schreckliches Geheimnis preisgibt. Ja, und dann? Und dann? Und dann geht's dir dreckig. Der Galgen ist schon lange verschwunden. Es wird keiner mehr gehängt. Warum willst du das nicht begreifen, Alter? Ach, der Fluch ist noch nicht gelöscht. Gib mir noch einen Schnapswirt. Kannst du auch bezahlen? Nein, nein, den übernehme ich. Ich hatte so eine Vorahnung. Ich spürte es. Nein, ich weiß es. In dieser Nacht wird etwas geschehen. Der Hügel lebt. Der Geist des Schamanen lauert in der Tiefe. Oh, der Herrgott sei uns gnädig. Wisst ihr was, Leute? Ja, was denn? Was soll denn wissen? Ich, Gulliver O'Flynn, werde dem Geheimnis des Wohnwagens auf den Grund gehen. Wie meinst du das? Ganz einfach, ich statte ihm noch in dieser Nacht einen Besuch ab. Ich will das Rätsel lösen. Du Angeber! Und ich will euch beweisen, dass die alte Kulina Unrecht hat. Das ist ja Wahnsinn, was du vorhast. Was ist daran Wahnsinn, Alte? Wer sich diesem Wagen nähert, ist des Todes. Ach, du spinnst ja wirklich. Dann müsstest du doch auch schon längst Schließlich hast du sogar gehorcht. Ja, aber du bist nicht ich und ich bin nicht du. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, ja, lacht nur, lacht ihr nur. Aber damit treibt man keine Späße. Sondern was? Ich war ja schließlich geschützt.
Ich habe mir mein Holzkreuz genommen und vor die Brust gehängt und ich habe mir die Hände mit Salben und Kräutern gegen das Böse eingerieben. Du meinst mit Kräuterlikör? Und du glaubst, das hilft was, ja? Aber du, junger Spund, du bist nackt und gehst ohne Schutz. Und dann wird dich das Grauen vernichten. Ich zittere jetzt schon. Ach, dir ist wohl nicht zu raten, was, Flynn? Was sagt ihr dazu, Leute? Das soll er doch. Soll er doch gehen und sich den Tod holen. Wir suchen dann schon ein Grab für ihn aus. Ja, aber nicht auf dem heiligen Friedhof. Wo denn? Er wird im Hügel der Gehängten verscharrt, wie ein räudiger Hund. Okay, Freunde, ihr könnt ja so lange diskutieren. Wenn ich wieder zurückkomme, sagt mir dann, wo ich begraben werden soll, ja? Spotte nicht, Flynn. Ich gehe auf jeden Fall. Auf der Türschwelle stand der Mann aus dem Wohnwagen. Alle starrten stumm auf den Mann in der Türe. Die alte Colina bekreuzigte sich. Ein Gefühl kommenden Unheils befiel die Anwesenden bei seinem Anblick. Eine Brille mit schwarzen, kreisrunden Gläsern bedeckte seine Augen. In der Hand hielt er einen weißen Stock. Er war blind. Guten Abend. Sie sind bestimmt der Mann aus dem Zigeunerwagen, was? Ja. Und was wollen Sie hier? Ich möchte was zu essen haben. Zigeuner kriegen nichts von mir. War das Ihr letztes Wort? Ja. Es ist gut. So hab ich euch auch eingeschätzt. Ihr lasst einen Menschen verkommen, der hungrig ist, obwohl ihr jeden Sonntag in die Kirche geht und zu eurem barmherzigen Gott betet. Findet ihr das richtig? Zu wem beten Sie denn? Vielleicht zum Teufel, was? Möglich. Na, hau ab, los! Hau endlich ab! Morgen früh wollen wir deinen verdammten Wagen vor dem Dorf nicht mehr sehen! Verschwinde mal aus! Verstecke mit Angst! Bist immer noch da! Ja, er ist ein Teufel. Ich merke es jetzt deutlich. Ich spüre die Ausstrahlung. Er ist gefährlich! Guten Abend. Donnerwetter. Ist das ein bildhübsches Mädchen? Mann, ist die hübsch. Was, Bürgermeister? Mit ihren langen, schwarzen Haaren. Und den kohlrabenschwarzen Augen. Und der Figur. Die gefällt mir aber besser als der Alte. Komm, Vater, hier hast du nichts verloren. Safi, ich... Bitte. Bitte komm, du hast bei diesen Menschen nichts verloren. Wir gehen wieder zurück. Ja, wir gehen. Aber ich habe nichts vergessen. Jetzt wäre das in Bewegung geraten, was lange Jahre verschüttet worden war. Hütet euch vor Destero! Er wird kommen! Komm jetzt, Vater. Ich hab's euch ja gesagt. Es ist schlimm, was sich dort in dem Wagen abspielt. Sehr schlimm. Ach, komm, Leute, trink noch einen Schluck. Ich gehe mal eine Runde aus hier. Na, Mr. O'Flynn, wollen Sie noch immer dem Wohnwagen einen Besuch abstatten, ne? Ja, jetzt erst recht. Ihm ist nicht zu helfen. Ihm ist wirklich nicht zu helfen. Gulliver O'Flynn kümmerte sich nicht um das Geschwätz. Wortlos verließ er das Gasthaus. Von dem Zigeunerpaar war nichts mehr zu sehen. Safi. 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 Was für ein schöner Name. Safi. Und was für ein einmalig schönes Mädchen. John Sinclair und sein Freund und Kampfgefährte Bill Connolly jagten seit 2 Tagen hinter Ike Clanton her. Der Typ war wahnsinnig. Er hatte in Wales eine Sekte gegründet, die sich mit Teufelsaustreibung beschäftigte. Und sie waren so weit gegangen, eine junge Frau zu ermorden. Der Fall hatte sich bis London herumgesprochen. Thank you.
Bill hatte mir den Tipp mit den Teufelsaustreibern gegeben und mich dazu überredet, nach Wales zu fahren. Zusammen mit der dortigen Polizei hatten wir den Club der Teufelsanbeter gesprengt. Alle Personen waren festgenommen worden. Nur dieser Ike Clanton entkam. Für mich war er kein Dämon, wie ursprünglich angenommen, sondern ein Wahnsinniger. Nach langer Verfolgungsjagd hatte er sich in eine verlassene Kapelle geflüchtet. Damit wäre die Sache eigentlich zu Ende gewesen. Aber er war bewaffnet, nicht mit einer Schusswaffe, sondern mit einem langen Messer. Und was das Schlimmste war, er hatte eine Geisel, ein 9-jähriges Mädchen, das zufällig seinen Weg gekreuzt hatte. Kommt nur her, ihr Söhne des Teufels! Kommt nur näher! Ich werde euch alle zur Hölle schicken, wo andere Sünder auf euch warten! Wer ist verrückt, John? Ohne jeden Zweifel, Bill. Sollen wir die Kapelle stürmen? Nein, zu gefährlich für das Kind. Hast du eine andere Idee? Ja, ich werde über das Dach reinklettern. Hm. Schaffst du das? Ich glaube schon. Die Wand ist so löcherig, da sind so viele Steine rausgefallen. Das Dach ist auch defekt. Okay, John. Ich bleibe hier am Eingang stehen und beschäftige den Verrückten, damit er nichts merkt. Gut, ich ziehe los. Schweißgebadet erreichte ich schließlich das Dach und kletterte durch eine schadhafte Stelle in das Innere. Ich hörte Bill mit dem Irren sprechen. Der Nuke redet! Haut ab! Sonst werde ich die Kleine dem Teufel schicken! Werfen Sie das Messer weg und kommen Sie heraus! Lassen Sie das Kind gehen! Das Kind, es war in höchster Gefahr. Viel Zeit blieb mir nicht. Der Irre hielt dem Mädchen das Messer an die Kehle. Ich musste es wagen. Mein Sprung von der Empore war zirkusreif und schmetterte ihn zu Boden. Trotzdem wehrte er sich noch verzweifelt. Er stieß mit seinem Messer nach mir. Du bist der Teufel! Ich werde dich zur Hölle schicken! Mein Konterschlag brach ihm das Handgelenk. Ich hatte keine andere Möglichkeit gehabt. Bill kam herein. Er tröstete das kleine Mädchen, das immer noch weinte. Über den Funk im Wagen rief ich die Polizei. Dann kam das Übliche. Presse, Verhör, Protokolle. Bevor wir es richtig bemerkt hatten, war es Abend geworden. Ein Stück in Richtung London wollten wir noch fahren. Noch waren wir guter Dinge und ahnten nicht, welche Überraschungen die nächsten Stunden für uns auf Lager hielten. Gulliver O'Flynn stand noch immer vor dem Dorfgasthaus. Dieses Zigeunermädchen hatte ihn verzaubert. Diese Hexe. Diese kleine Hexe, diese wunderschöne kleine Hexe. Saffi, murmelte er. Saffi. Und immer wieder Saffi. Er vermochte an nichts anderes mehr zu denken. Ihre liebliche Erscheinung hatte sich tief in sein Herz gebrannt. Dieses Mädchen wollte er haben. Saffi musste seine Frau werden. Er musste zu ihr gehen, jetzt, sofort, gleich. Morgen war es zu spät. Er musste mit ihr reden. Nie, nie mehr würde er von ihr lassen. Sie musste spüren, dass er es ernst meinte. Sie musste Ja sagen. Aber wenn sie einen anderen hatte, er raste vor Eifersucht. Das war undenkbar, das war mörderisch. Er würde ihn umbringen. Aber sie war doch allein hier mit ihrem Vater. Ob es woanders einen Mann gab? Er musste Gewissheit haben, heute noch. Er würde sowieso nicht schlafen können. Sein Inneres war aufgewühlt wie das Meer nach einem gewaltigen Sturm. Ein Ruck ging durch seinen Körper. Warum zögerte er noch? Er war ja verrückt. War er wirklich verrückt? War das die Liebe? Er wusste es nicht. Es war ihm auch gleich. Er wollte Saffi sehen, seine Saffi. Und so kam es, dass er seine Schritte zum Ausgang des Dorfes lenkte, wo der Zigeunerwagen stand. Und er wusste nicht, dass ihm seine Liebe, die er für das größte Glück seines Lebens hielt, ein bitteres Los bereiten würde. Der Ort hieß Tulverine und war so abgelegen, dass er nur auf Nebenstraßen zu erreichen war. Aber das war dem Studenten Gulliver O'Flynn nur recht gewesen, denn seine Studien befassten sich mit der Vergangenheit des Landes. Diese Vergangenheit bestand aus zahlreichen Legenden und Sagen. Da wurde von Zauberern erzählt, von Magiern und von Schamanen. Gerade die Schamanen traten in Wales besonders häufig auf. Es waren Zauberpriester
und sie hatten Zugang zu einer überirdischen Welt. Im Prinzip waren die Schamanen gut. Es gab jedoch auch bei ihnen schwarze Schafe. Und eines dieser schwarzen Schafe hatte ausgerechnet in Talverin sein Unwesen getrieben. Vor 400 Jahren hatte sich ein Schamane namens Ruuf das Dorf untertan gemacht und grausam gewütet. Er hatte sich mit einem gewaltigen Dämon verbündet, Destero, dem Henker. Auf dem Hügel vor dem Dorfe wurde ein Galgen errichtet. Und wer nicht gehorchte, den hängte Destero auf. Kein Angeklagter wurde je freigesprochen. Einem jungen Mann aus dem Dorf gelang es, Hilfe bei kundigen Mönchen zu finden, die den Schamanen entmachteten. Dann entlud sich der aufgestaute Hass der lange Unterdrückten in Grausamkeit. Bevor sie ihn töteten, stachen sie ihm die Augen aus. Seine letzten Worte waren ein Fluch. Der Fluch, dass er nach 400 Jahren in andere Gestalt wiederkommen würde, um dafür an ihre Nachkommen blutige Rache zu nehmen. Der Hügel der Gehängten aber blieb in der Erinnerung der Einwohner unvergessen. Jeder vermied es, den Ort zu betreten. Wo der Galgen gestanden hatte, war die Erde verbrannt. Es wuchs kein Gras, kein Strauch mehr, nichts, gar nichts. O'Flynn war heimlich dort oben gewesen. Aber das Grauen, das diesen Ort noch jetzt umgab, hatte ihn zutiefst erschauern lassen. Gulliver hatte den Zigeunerwagen erreicht. Es brannte noch Licht, aber es waren keine Geräusche zu hören. Sein Herz schlug ihm bis zum Halse und ein seltsames Gefühl des Grauens beschlich ihn, wie er es auf dem Galgenhügel verspürt hatte. Ob etwas Wahres an dem Geschwätz der alten Kulina war? Warum diese Furcht plötzlich? Safi konnte nicht die Ursache eines solchen Gefühls sein. Oder war es die Angst davor, hören zu müssen, dass Safi einem anderen versprochen war? Langsam hob er die Hand zur Türe. Sie sind es. Ja, ich... Was wollen Sie von mir? Ich möchte... Wer hat Sie geschickt? Niemand. Ich bin von alleine gekommen. Das glaube ich Ihnen nicht, Mister. Doch. Wahrscheinlich haben die anderen Sie geschickt, um hier zu spionieren. Nein, wirklich nicht. Sie waren doch selbst im Gasthof und haben gesehen, wie die feinen Leute mit uns umgesprungen sind. Sollen Sie hier spionieren? Nein, so ist es nicht. Wie dann? Aus welchem Grund sind Sie gekommen? Es geht mir um Sie. Um mich? Ja. Aber weshalb? Herrgott, nochmal, ist das denn so schwierig zu verstehen? Ich weiß nicht, was Sie wollen. Gute Nacht. Nein, bitte nicht. Bitte bleiben Sie noch da. Was wollen Sie denn? Ich... Weil ich mich in Sie verliebt habe, Safi. Ich kann nur noch an Sie denken. Es ist wirklich kein anderer Grund. Können Sie mich nicht verstehen? Verliebt in mich? Ja, so ist es. Ich habe mich vom ersten Augenblick an unsterblich in Sie verliebt. Unsinn. Nein, Safi, es ist kein Unsinn. Ich möchte mit Ihnen reden. Kommen Sie nach draußen, bitte. Bitte lassen Sie uns etwas spazieren gehen. Ich möchte Ihnen noch so viel sagen. Ich weiß nicht... Safi, Sie... Nein, du... Du musst mir glauben, ich liebe dich wirklich. Aber ich kenne Sie überhaupt nicht. Ich heiße Gulliver O'Flynn und bin Student. Ja. Bitte, komm mit, Safi. Das kann ich nicht. Und was hindert dich daran? Hast du einen anderen? Nein. Mein Vater, ich kann ihn nicht allein lassen. Wenn er erwacht und ich bin nicht da, dreht er vielleicht durch. Das verstehe ich. Daran habe ich nicht gedacht. Wenn du willst, kannst du zu mir kommen. Ich meine, in den Wohnwagen. Wirklich? Ja. Safi trat ein wenig zur Seite, um ihn durchzulassen. Der Eingang war sehr schmal.
und er berührte sie. Sein Arm glitt über ihre Brüste, es durchzuckte ihn wie ein elektrischer Schlag. Safi wich nicht zurück. Sollte ihr die Berührung gar nicht unangenehm gewesen sein? Er war geblendet von dem Liebreiz des Mädchens. Und das Gefühl des Unheimlichen, das ihn in der Nähe des Zigeunerwagens beschlichen hatte und ihn warnte, vorsichtig zu sein, war vergessen. Die Falle war zugeschnappt. Ein Vorhang teilte den Raum in zwei Hälften. Er war geschlossen. Der sichtbare Teil des Wagens war ärmlich möbliert. Aus dem Sofa starrte eine Sprungfeder. Die Gardinen waren brüchig und schon oft geflickt. Schläft dein Vater dort? Ja, komm, setz dich. Hat er einen tiefen Schlaf? Ich weiß nicht, manchmal. Darf ich meinen Arm um dich legen? Warum fragst du? Du hast es ja schon getan. Was ist? Warum wehrst du dich? Nichts. Ich möchte dir einen Kuss geben, Safi. Dann mach es doch, Gulliver. Safi. Ich möchte dich hier herausholen. Du sollst mit mir kommen. Du sollst meine Frau werden und nicht in diesem verdammten Wagen versauern. Das geht nicht, Gulliver. Wegen deinem Vater? Ja. Unsinn. Vergiss es. Nein, das kann ich nicht und das darf ich auch nicht. Er hat mich großgezogen. Das war doch seine Pflicht. Er hat mir alles beigebracht. Ich habe ihm so unendlich viel zu verdanken. Das haben andere Töchter ihren Vätern auch zu verdanken. Trotzdem gehen sie weg, wenn sie einen Mann gefunden haben. Das stimmt schon. Oder liebst du mich nicht? Doch, vom ersten Augenblick an. Ich liebe dich. Na bitte, dann ist ja alles klar. Bei uns ist das anders. Ich bin erst 19. Genau das richtige Alter. Wenn ich einen heirate, dann nur einen von uns, keinen Fremden. Wie meinst du das? Ich muss jemand heiraten, der zu meiner Rasse gehört. Also einen Zigeuner. Ja, das ist doch nicht wahr. Es stimmt. Die Tradition schreibt es vor. Darauf pfeife ich. Ich kann es aber nicht. Willst du wirklich dein ganzes Leben in diesem primitiven Wagen verbringen? Was bleibt mir übrig, Gulliver? Ja, hängst du so an deinem Vater? Es ist die Tradition. Nein, Safi, die Tradition kannst du vergessen. Das war einmal. Wir leben in einem aufgeklärten Jahrhundert und nicht in der Vergangenheit. Hast du eine Ahnung? Oder steckt ein anderer Mann dahinter? Gulliver. Beide verharrten in Schweigen. Das Gefühl des Grauens beschlich den Studenten wieder. Er musste an die Szene im Gasthaus denken. Irgendetwas stimmte nicht mit dem Mädchen. Und vor allem nicht mit dem alten Zigeuner. Und diesen Namen, den er erwähnt hatte, Destero. Er hatte ihn noch nie zuvor gehört. Jetzt wollte er ergründen, welches Geheimnis sich dahinter verbarg. Wer ist Destero? Um Himmels Willen, sprich diesen Namen nie mehr aus. Was ist daran so schlimm? Destero ist ein Henker. Na und? Dieser Destero ist nicht nur ein Henker, sondern auch ein Dämon. Er hat das Grauen verursacht. Das Grauen? Ja. Und er hat den Hügel der Gehängten in Besitz genommen. Und er war es, der Ru'uf den Schamanen angestiftet hat. Vergiss diesen Namen, ich bitte dich. Wenn du meinst. Du hast jetzt mit mir gesprochen, Gulliver. Tu mir den Gefallen und geh. Du schickst mich weg? Ja. Warum? Frag nicht, es ist besser. Nein, Safi, ich bleibe hier. Was soll uns denn passieren? Dein Vater schläft, wir sind allein und ungestört. Bitte geh. Nein, ich habe lange auf ein Mädchen wie dich gewartet. Und ich möchte dich nicht verlieren. Nimm jetzt den Arm von meiner Schulter und geh. Also gut. Wie lange bleibt ihr noch hier? Die Leute wollen uns weghaben. Das ist nur Gerede. Ist es nicht, Gulliver. Sie hassen die Zigeuner. Ich erlebe das nicht zum ersten Mal. Wir werden davongejagt wie die Hunde. Aber in diesem Fall wird sich mein Vater wehren, das weiß ich. Dann bin ich auf seiner Seite. Nein, auf keinen Fall. Das könnte sonst schlimm für dich werden. Na verdammt nochmal, warum? Frag nicht, nimm es hin. Ich gehe nicht, bevor ich nicht weiß, was hier los ist. Du kannst das mir nicht antun, Gulliver. Und ob ich das kann? Hinter diesem Vorhang schläft dein Vater. Ich will ihn wecken. Ich will von ihm allein erfahren, warum du dich so anstellst. Nein, nicht, lass den Vorhang gehen. Unsinn, du hinderst mich nicht daran. Doch, oder willst du unbedingt sterben? Nein, ich lasse dich nicht durch. Jetzt spiel nicht verrückt, Mädchen. Ich möchte noch 60 Jahre leben, wenn es geht, mit dir zusammen. Bitte, dann geh nicht weiter. Bevor ich dich heirate, werde ich euer Geheimnis lüften. Lass es sein, bitte.
Mach den Vorhang nicht auf, Gulliver. Ich flehe dich an. Dein Vater ist wach geworden. Bitte lass es sein. Du rennst in dein Unglück. Nein. Au, au. Was machst du, Safi? Ich halte dir das Messer an den Hals. Wenn du den Vorhang öffnest, stoße ich zu. Du bist ja wahnsinnig. Nein, ich war noch nie so klar wie jetzt. Ich will dich vor großem Schaden bewahren. Okay, Safi, du hast gewonnen. Nimm das Messer weg. Du hast mich ja geschnitten. Ich blute ja. Es tut mir leid, Gulliver. Aber ich sah keine andere Möglichkeit. Ja, schon gut. Au, au, du tust mir weh. Lass meine Hand los. Lass das Messer fallen. So, und jetzt wollen wir uns einmal vernünftig unterhalten. Wenn du mir nicht so viel bedeuten würdest, hätte ich jetzt was anderes mit dir gemacht. Gulliver, ich wollte dich nur... Warum bist du mit dem Messer auf mich losgegangen? Warum zum Weil Henker? Ich dich liebe. Weil ich dich retten will. So glaub mir doch, Gulliver. Das gibt's doch nicht. Du wolltest mich retten? Nein. Du wolltest etwas vor mir verbergen. Das ist nicht wahr, Gulliver. Aber du hast dich geirrt. Ich sehe mir deinen Vater an. Und dann werde ich sehen, ob es wirklich ein Vater ist oder ob ein anderer Mann hinter dem Vorhang steckt. Tu es nicht, bitte. Ich habe keine Angst vor der Wirklichkeit. Es war deine letzte Chance, wirklich. Quatsch. Ich sehe jetzt nach. Gulliver, nicht. Du rennst in dein Unglück. Steh auf, Alter. Los, steh auf. Ich will mit dir reden. Hör auf, Gulliver, um Gottes Willen, hör auf! Ich verspreche dir, dass ich mit dir gehen werde, wohin du nur willst, nur... Hoch mit dir, Alter! Da richtete sich Safis Vater auf. O'Flynn hatte plötzlich das Gefühl, dass der alte Zigeuner gar nicht blind war. Das musste des Rätsels Lösung sein. Seine Hand fasste nach dem Bügel der Brille. Ruckartig riss er ihm die schwarze Brille von den Augen. Im gleichen Moment prallte er entsetzt zurück. Ah! Au! Oh mein Gott, jetzt ist es passiert. Gulliver O'Flynn hatte dem alten Zigeuner die Brille von den Augen gerissen und starrte entsetzt in dessen Gesicht. Der Blinde hatte Augen. Aber was für welche? Keine weißen oder verdrehten Augäpfel, sondern kalte blaue Pupillen. Und sie waren aus Kristall. Mit diesen eiskalten Augen starrte der Blinde den jungen Mann an. Gulliver wich Schritt um Schritt zurück. Er konnte den Blick nicht von dem Gesicht des Alten lösen. Es sah schaurig aus. In den beiden Kristallen funkelte und gleiste ein unheimliches Feuer. Was willst du? Nichts. Du hast mich geweckt. Ja. Nein, natürlich. Aber das wollte ich nicht. Das war ein Versehen. Es war kein Versehen, junger Mann. Du bist zu meiner Tochter gekommen, du... Wolltest sie verführen? Nein, das stimmt nicht. Lüg nicht. Ich habe nicht gelogen. Vater, er hat es wirklich... Liebst du sie? Ja. Sehr? Ja, natürlich, sehr. Würdest du für sie in den Tod gehen? Das weiß ich nicht. Würdest du für sie sterben? Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich will nicht sterben, sondern leben, und zwar mit ihr. Das hatte ich mir gedacht, du Bastard. Aber mir nimmt man nichts weg. Vor allen Dingen nicht meine Tochter. Der Alte ging auf den jungen Mann zu und legte ihm die Hand auf die Schulter. Plötzlich spürte Gulliver, wie eine eisige Kälte aus den Fingern des Zigeuners strömte und seinen ganzen Körper überflutete. Willenlos blieb er stehen. Mir wird so kalt. Ich bin der Schamane. Ich bin Ruf. Oder vielmehr dessen Wiedergeburt. Ich friere so. Nichts wird mich hindern, an den Bewohnern dieses Dorfes blutige Rache zu nehmen. Lass mich los! Lass mich los! Willst du für sie sterben? Nein, nicht, Vater. Lass ihn in Ruhe, bitte. Du darfst ihn nicht töten. Ich werde ihn umbringen. Er gehört zu den anderen. Aber er wohnt doch nur hier, Vater. Er ist ganz anders. Er hat mit den übrigen Bewohnern nichts zu tun. Und er liebt mich doch. Dann soll er für dich sterben. Ja, ich will. Nein, nein, das darfst du nicht. Sag, dass es nicht wahr ist, Gulliver. Du willst doch für mich nicht sterben. Wir wollen doch zusammen leben. Ich liebe dich, Safi. Lass ihn doch fahren. Es lohnt sich nicht, Tränen um einen zu vergießen, der nicht zu uns gehört. Aber ich liebe ihn. Vater, hör mich doch. Ich liebe ihn. Das kümmert mich nicht. Mit einem muss ich anfangen.
Die Gesetze der Hölle schreiben es vor. Ob es dieser Kerl ist oder ein anderer, das ist mir egal. Ja, eben deshalb. Dann hol dir doch einen anderen. Gib mich frei. Ich werde mit ihm weggehen. Das ist meine Antwort. Mach die Tür auf. Vater! Jetzt bald. Oder soll ich dich bestrafen? Und du kommst mit zum Galgenhügel. Nein! Willst du auch sterben? Würdest du mich denn töten? Ja, ich würde auch dich töten. Da zerbrach etwas in Safis Innerem. Sie hatte in vielen leidvollen Jahren immer zu ihrem Vater gehalten. Aber nun war er ihr unverständlich geworden. Das innere Band, das sie einst mit ihm verbunden hatte, war in diesem Augenblick zerrissen. Aber sie ließ sich nichts anmerken. Vielleicht konnte sie Gulliver retten, wenn sie mitging. Gut, ich werde euch begleiten. So ist es richtig. Wenn wir ihn gehängt haben, hole ich mir die anderen. Alle kommen sie an die Reihe. Keiner wird verschont. Der Fluch der Vergangenheit wird endlich eingelöst werden. Gulliver, sag doch etwas. Lauf doch weg. Der läuft nicht mehr weg. Ich habe seinen Willen gelähmt. Oh, da steht ja ein Galgen. Ja, das ist er. Das ist der alte Galgen. Endlich ist nach 400 Jahren die Stunde der Rache gekommen. Oh, oh, los, vorwärts, lauf schneller. Vater, bitte überleg es dir noch einmal um meinetwillen. Nein. Wie kannst du nur so brutal sein? Du bist doch kein Mensch. Ich bin auch kein Mensch. Ich bin ein Dämon. Ich bin Schamane. Hast du denn gar keine Gefühle? Auch nicht für deine eigene Tochter? Dämonen kennen keinerlei Gefühle. Vater, wenn... Weiter, weiter! Immer näher kamen sie dem schrecklichen Galgen. Schon konnte sie die Schlinge sehen, die an dem Querbalken im Winde schaukelte. Ihre Gedanken rasten. Was hatte ihr Vater gesagt? Er wäre kein Mensch, sondern ein Dämon. Und wenn er kein Mensch war, dann war es auch kein Mord, wenn man ihn vernichtete. Sie erschrak vor ihren eigenen Gedanken. Aber Gulliver bedeutete für Safi alles, obwohl sie ihn erst eine so kurze Zeit kannte. Er hatte sich ihr gegenüber ganz anders benommen als die meisten Männer, mit denen sie bisher in Berührung gekommen war. Die wollten immer nur das eine. Und wenn sie sich weigerte, wendeten sie Gewalt an. Gulliver war ganz anders. So zärtlich, so liebevoll. Sie hatte seine tiefe Liebe vom ersten Augenblick an erwidert, wenn sie es auch nicht gezeigt hatte, aus Furcht enttäuscht zu werden. Und er sollte sterben, am Galgen enden wie ein schmutziger Verbrecher. Nein, das durfte nicht sein. Plötzlich stolperte sie über einen Ast. Er war ziemlich dick. Sie hob ihn auf. Es geschah automatisch, ohne groß zu überlegen. Und dann schlug sie zu. Mit aller Kraft, deren sie fähig war. Sie traf genau. Das Astende knallte seitlich gegen den Kopf ihres Vaters. Jetzt musste er umfallen. Jetzt. Nein. Er blieb stehen. Dann drehte er sich um und sah seine Tochter mit seinen grausamen Kristallaugen an. Warum hast du das getan? Willst du auch hängen? Lass ihn doch endlich gehen. Ich habe dich etwas gefragt. Lass ihn laufen, nimm mich dafür. Laufen? Laufen? Hängen lass ich ihn. Und du wirst zusehen, wie er zappelt. Und sobald er tot ist, knüpfe ich dich auf. Denn du bist nicht mehr meine Tochter. Du hast mich geschlagen, mich, deinen Vater. Aber ich... Kein Wort mehr. Du kommst mit. Gulliver hatte den Ereignissen teilnahmslos zugesehen. Er stand völlig unter dem Bann des Schamanen.
Beinahe leichtfüßig gingen die Stufen zum Galgen hinauf. Ja, er schien sich sogar auf die Hinrichtung zu freuen. Safi zögerte. Da packte sie der Alte an der Schulter und stieß sie nach vorn. Hinauf mit dir. Glaub ja nicht, dass du mir entkommen kannst. Sie ging die letzten Stufen hoch. Ihr Liebster stand unter dem Galgen und blickte lächelnd auf die Schlinge. Der Bann des Schamanen war ungebrochen. Gulliver! Gulliver! Gulliver, lauf doch! Los! Spar dir die Mühe. Wer wacht erst wieder in der Hölle auf? Urplötzlich hatte sich etwas verändert. Sie waren nicht mehr allein. Aus dem Nichts war noch eine Person erschienen, die sie aus den Erzählungen ihres Vaters kannte. Destero! Destero! Destero, der Dämonenhenker, war gekommen, um sein blutiges Handwerk auszuüben. Destero hatte über seinen Kopf eine dunkelrote Kapuze gestülpt. Bis zum Bauchnabel war sein muskulöser Oberkörper nackt. An den Beinen trug er eine enge Hose. Seine Füße steckten in Stiefeln. Kalt und gnadenlos starrten seine Augen durch die Schlitze auf seine beiden Opfer. Safi schauderte. Jetzt war es vorbei. Jetzt gab es keine Hilfe mehr. Ruf verneigte sich tief vor Destero. Sein Kopf berührte fast die Erde. Die Zeit der Rache ist gekommen. 400 Jahre haben wir warten müssen. Ja, es war eine lange Zeit. Hier bringe ich dir dein erstes Opfer, Destero. Aber ich hole mir alle aus dem Dorf. Denn ihre Vorfahren haben mich getötet. Ich weiß es noch, Ruf. So, als wäre es gestern gewesen. Eine unheilige Macht beschützte mich. Und als ich ein zweites Mal geboren wurde, gelangte ich in diesen Körper. Ja. So, lass uns jetzt unsere Rache vollbringen. Ja. Nimm diesen jungen Mann. Er soll der Erste einer langen Reihe sein. Und was ist mit ihr? Sie ist so schön. Sie ist meine Tochter. Schön ist sie aber. Verderbt. Und weshalb hast du sie mitgebracht? Weil sie auch sterben soll. Was hat sie getan? Sie hat mich hintergangen. Wie einen räudigen Hund wollte sie mich niederschlagen. Das hat sie gewagt. Ja, das hat sie. Aber da ist sie bei mir an den Falschen gekommen. Ich strafe sie mit dem Tode. Wie du willst. Destero wandte sich O'Flynn zu. Seine Hände glitten über den Körper seines Opfers. Dann hob er ihn an. Der Kopf näherte sich der Schlinge, wo er genau hindurchpasste. Da brach der Bann des Schamanen bei Gulliver O'Flynn. Wild schrie er auf. Nein! Nicht! Lass mich! Ich will nicht sterben! Gulliver! Gulliver! Seine Stimme schallte weit über das Land. Doch niemand hörte sein Rufen. Er strampelte mit den Beinen, schlug mit den Armen, wehrte sich verzweifelt gegen sein Schicksal. Ohne Erfolg. Destero war zu stark. Mit geübter Hand streifte er ihm die Schlinge über den Kopf, prüfte ihren Sitz und dann blitzschnell trat er zurück. Das alte Seil straffte sich. Ah! Gulliver zuckte noch einmal. Dann war es vorbei. Endgültig. Für immer. Gulliver war tot. Oh mein Gott. Mein Gott.
Siehst du, Safi, was mit denen geschieht, die sich gegen mich stellen? Und nun bist du an der Reihe. John und sein Freund Bill Connolly waren auf der Rückfahrt nach London. Bill hatte geschlafen. Und er erwachte langsam. Ach, verflucht, es ist ja schon dunkel. Sehr richtig, mein Lieber. Woran merkst du das? Am fehlenden Licht. Aha. Aber wo stecken wir denn eigentlich? Haben wir Gloucester schon hinter uns? Nee, noch lange nicht. Was war das? Die schlechte Straße. Es hört sich eher an wie ein Plattfuß. Ach was, glaube ich nicht. Aber der Wagen schlingert. Ich halt mal an. Ach, der ist hin. Wir müssen das Rad wechseln. Ach was, da vorne ist ein Dorf. Bis dahin schaffen wir es auch ohne Luft. Dann lassen wir uns den Reifen wechseln. Denk an die Felge. Die hält das aus. Ich fahre langsam. Hast du den Schrei gehört? Sei mal still. Nein! Nicht! Lass mich! Ich will nicht! Das kam von links. Komm! Los, Bill! Da braucht jemand Hilfe! Nein! Nein! Bill und ich rannten los. Meine Spezialwaffen in meinem Einsatzkoffer blieben im Wagen zurück. Das war ein großer Fehler, wie sich später herausstellen sollte. Bill und ich rannten wie selten zuvor. Ein Mensch hat in höchster Todesnot geschrien. Da gab es für uns kein Halten mehr. John! John, verdammt nochmal! Was ist denn, Bill? Da oben! Auf der Hügelkuppe! Was da steht? Ein Galgen! Und in der Schlinge, da hängt einer! Das gibt's doch nicht! Los, weiter, da stehen noch welche! Da kämpft eine Frau mit einem Mann. Und daneben, das ist Destero! Destero! Schieß doch, John! Es ist zu weit, da treff ich nicht! Bitte lass mich! Lass mich! Ich will nicht sterben! Wir kommen zu spät, John. Bill, wir müssen das schaffen! Schieß in die Luft, das vertreibt sie vielleicht. Ja, das ist gut. Sie sind weg. Da liegt das Mädchen. Sie haben sie doch noch umgebracht. Nein, sie ist nur bewusstlos. Oh, das ist aber ein hübsches Girl. Der Stero und der andere sind weg. Als hätten sie sich in Luft aufgelöst. Sie kommt zu sich. Oh. Oh. Wer sind Sie? Wie heißen Sie? Ich bin Safi. Ja, und wie weiter? Nichts. Nur Safi. Wer ist der junge Mann? Ein Freund. Wir haben uns geliebt. Aber mein Vater war dagegen. Ja, und deshalb hat er ihn umgebracht? Ja, ich kann es selber nicht begreifen. Aber er wollte auch mich umbringen. Nur weil er gegen eure Liebe war? Nein, nicht nur. Sondern weil er aus Talverine war. Also das verstehe ich nicht. Das müssen Sie mir erklären. Safi berichtete uns nun über alles, was hier vorgefallen war. Als sie geendet hatte, meinte Bill... Was meinst du, John? Destero und der Schamane sind ein höllisches Gespann. Tja, dagegen sind die Leute in Talverine machtlos. Mhm. Wir müssen sie warnen. Mhm. Und was wird aus Ihnen, Safi? Ich weiß es nicht. Es ist alles so einsam, wo er nicht mehr da ist. Ihr Freund? Ja. Meinen Vater habe ich vergessen. Nicht vergessen. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr, dass ich ihm das Gleiche antun werde, was er mit mir vorhatte. Safi, vergessen Sie Ihren Hass. Man darf und soll nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Außerdem ist Ihr Vater sehr gefährlich. Wenn ihn jemand stellen kann, dann mein Freund Bill und ich. Er ist zu stark, auch für Sie. Wir werden sehen. Was machen wir jetzt? Wir müssen sofort nach Talverine.
Und was geschieht mit dem Toten? John, wir können ihn doch nicht hier lassen. Nehmen wir ihn mit. Wir machten uns mit unserer traurigen Last auf den Weg nach Talverine. Im Gasthaus brannte noch Licht. Bill öffnete die Tür. Ich trat ein und ließ den Toten zu Boden gleiten. Niemand hatte Johns Gruß erwidert. Alle starrten auf den Toten. Oh mein Gott, das ist doch wohl Oliver O'Flynn. Was ist denn passiert? Der ist ja tot. Wer hat ihn denn umgebracht? Die Zigeuner waren ja, da. Er ist es. Und er ist tot. Ja, ihr Narren. Ich habe es euch gesagt. Der Fluch wird euch treffen. Er ist zurückgekehrt. Der Schamane ist gekommen. Wer sind Sie? Und die kleine Zigeunerin ist auch dabei. Wie könnte es auch anders sein, wenn das kein böses Omen ist? Also, das ist jetzt aber Schluss mit dem... Wir sind doch alle schuld. Steckt den Ball vor auf! Ruhe! Ich bin Oberinspektor John Sinclair von Scotland Yard. Wir haben alle drei nichts mit dem Mord zu tun. Ich warne jeden, irgendetwas auf eigene Faust zu unternehmen. Ich bin der Bürgermeister, Ted Orwell. Was soll denn jetzt geschehen, Herr Oberinspektor? Haben Sie einen Leichenbestatter? Ja. Toddy, hol den Coroner! Mach ich, Ted. Aber und wenn er besoffen ist? Dann schmeiß ihn raus! Setzen Sie sich doch, Gentlemen. Steht der Galgen schon? Ja. Woher wissen Sie? Dann ist es soweit. Was ist soweit? Der Schamane ist zurückgekehrt. In einem anderen Körper und wird furchtbare Rache nehmen. Destero, der Henker, ist auch dabei. Was meinen Sie dazu, Herr Oberinspektor? Ich glaube daran. Auch an den Henker? Natürlich. Wir haben ihn doch selbst gesehen. Und was schlagen Sie vor? Die Leute sollen in den Häusern bleiben. Schnell, raus, Bill! Sie sind da! Aber was sie zu sehen bekamen, versetzte ihnen einen Schock. Der Hügel schien um das Doppelte gewachsen zu sein. Ebenso der Schamane und Destero. Gewachsen war auch der Galgen und der Mann, der in der Schlinge hing. Das ist ja der Coroner! Die Menschen drängten sich auf die Straße und starrten auf das schaurige Bild. Dann aber geschah etwas, womit nicht einmal John Sinclair gerechnet hatte. Hinter dem Galgen erschien ein Gesicht. Das Gesicht einer teuflisch schönen Frau. Wer ist das? Asmodina. Kenne ich nicht. Seien Sie froh. Und was bedeuten die Hörner? Sie ist die Tochter des Teufels. Da können wir uns auf einen harten Kampf gefasst machen. Die verschwindet ja wieder. Bürgermeister, Sie sorgen dafür, dass sich niemand mehr auf den Straßen befindet. Ja, wird gemacht. Bill, ja? Du schließt dich mit der schönen Safi im Gasthaus in dein Zimmer ein und kommst erst raus, wenn ich es dir sage. Okay. Hier ist meine Beretta. Ich fürchte nämlich, dass Ihr Vater vor allem nach ihr suchen wird. Wird gemacht, John. Dann los, es wird eine heiße Nacht. Nachdem ich Bill meine Beretta gegeben hatte, war mir mein geweihtes Kreuz als einzige Waffe geblieben. Der Koffer mit den anderen Waffen lag im Wagen. Ihn zu holen war nicht möglich, dann war das Dorf schutzlos. Es waren nur noch 10 Minuten bis Mitternacht. Würde sich Ruuf dann zeigen? Ich vernahm hinter mir schleichende Schritte. Ich drehte mich um. Meine Hand fasste nach dem Kreuz. Vor mir stand die alte Colina. Angst, Mr. Polizist? Nervös, würde ich sagen. Haben Sie einen kleinen Schluck für mich? Es tut mir leid, nein. Aber Sie sollten ins Haus gehen, es wird gefährlich werden. Ach, Sie sollten auf sich Acht geben. Ah, das kann ich schon. Hat er sich schon blicken lassen? Nein. Dann geht er bestimmt zu den Grovers. Wer ist das? Na, das ist die Familie im Ort, deren Vorfahren am härtesten gegen den Schamanen gekämpft haben. Er hat Frau und 2 Kinder. Aha, was Sie sagen, klingt einleuchtend. Wo wohnen die Grovers? Nicht weit, kommen Sie. Der Finsternis folgt. Muss jetzt was geschehen. Da, das ist das Haus. Sollen wir sie wecken? Nein. Erst mal sehen, ob der Schamane nicht schon da ist. Mhm. Wir verstecken uns. Gut, ich gehe zur Rückseite. Er kommt. Verdammt. Jetzt geht's los.
Safi und Bill hatten sich in ein Zimmer des Gasthofes im ersten Stock begeben. Abschließen brauche ich wohl nicht. Nein, ich denke nicht. Rauchen Sie? Nein, danke. Es ist draußen so still geworden. Totenstill. Man kann hier vom Fenster aus den Galgen gar nicht sehen. Wieso? Vielleicht erkenne ich meinen Vater. Dann glauben Sie, dass er sich dort auf dem Hügel rumtreiben wird? Möglich. Er wird seine Rache vollenden wollen. Was machen wir, wenn er hier plötzlich auftaucht? Hier mit der Beretta werde ich ihm begegnen. Mit Kugeln werden Sie ihn kaum stoppen können. Er ist kein Mensch. Das sind auch keine normalen Kugeln. Sie sind aus Silber und sie sind geweiht. Damit geht es vielleicht. Versucht hat es aber bisher niemand. Was war Ihr Vater eigentlich für ein Mensch? Mensch? Mensch ist gut. Ich habe mich immer mit ihm verstanden. Vorausgesetzt, ich habe getan, was er wollte. Aber bei Gulliver war das nicht mehr der Fall. Ja. Wir hatten uns ineinander verliebt und wollten heiraten. Aber mein Vater war strikt dagegen. Das Ergebnis kennen Sie ja. Tja, das muss ja schrecklich gewesen sein. Ja. Es hat mir die Augen geöffnet über meinen Vater. Es gibt keine Gemeinsamkeit mehr mit ihm. Wenn ich ihn sehe, töte ich ihn. Safi, Sie dürfen jetzt nicht so reden. Nein, Mr. Connolly. Ich lasse mich nicht belehren. Er soll sterben, denn er wollte mich umbringen. Safi, um Gottes Willen. Und er hätte es getan, wenn Sie nicht gekommen wären. Und er wird es wieder versuchen. Und deshalb gibt es keine Rücksicht mehr. Er oder ich. Safi, ich will vorsichtshalber mal an der Tür horchen, ob was zu hören ist. Während Bill in den Flur hinauslauschte, stand Safi lautlos auf. Sie ergriff den schweren Aschenbecher und trat hinter den ahnungslosen Bill. Dann schlug sie zu. Safi. Tut mir schrecklich leid, Bill, aber es ging nicht anders. Safi hatte plötzlich Angst, zu fest zugeschlagen zu haben und fühlte nach dem Puls des Reporters. Das Herz war in Ordnung. Erleichtert atmete sie auf. Dann nahm sie die Pistole an sich und schlich aus dem Gasthof. Der erste Teil ihres Planes war geglückt. Beim Schrei der alten Colina war ich losgejagt. Ein morscher Zaun überlebte es nicht. Dann war ich an der Rückseite des Hauses. Ich nahm den gleichen Weg wie der Schamane, durch die zertrümmerte Fenstertür. Nein, nein, nicht die Kinder! Mason, hilf mir! Der Schrei kam vom ersten Stock. Ich drosch eine Tür auf und stand im Treppenhaus. Auf dem ersten Absatz kauerte eine Frau, blutüberströmt. Der Schamane tauchte hinter ihr auf, ein überlanges Messer zum tödlichen Stoß angesetzt. Er wollte die Frau wie ein Tier abschlachten. Ich fegte die Treppe hoch, im wahrsten Sinne des Worts. Im letzten Moment schmetterte ich sein Armgelenk gegen die Wand, dass es nur so krachte. Du miese Ratte! Sein Tritt schleuderte mich die Hälfte der Stufen hinab. Jetzt hatte er freie Bahn. Jetzt konnte er die wehrlose Frau töten. Sie schien ihm eine sichere Beute zu sein, hatte er mich erst vernichtet. Er richtete seine magischen Kristallaugen auf mich, die immer stärker zu glühen begannen. Ich hatte nur das geweihte Kreuz als einzige Waffe. Ich riss es vor mein Gesicht, genau in dem Moment, als zwei gebündelte Strahlen aus den Kristallen stachen. Sie hätten sicherlich mein Augenlicht zerstört. Aber so trafen sie die beiden seitlichen Querbalken. Es wurde glühend heiß. Der Dämon wich zurück. Und schon stürmte ich die Treppe wieder hoch. Wie geht es Ihnen, Mrs. Grover? Mein Mann, die Kinder, sie sind oben im Dach. Verdammte Bestie, ich bring dich um. Was willst du, Wurm? Mich mit einer Kugel töten? Ich werde dich blenden und dann am Galgen aufhängen.
Heiliger Bastard! Komm her! Aber es war schon zu spät. Mason Grover war in den Strahl der Kristallaugen geraten und erblindet. Ich schleuderte dem Schamanen mein Kreuz entgegen, verfehlte ihn nur knapp, aber ich verfehlte ihn. Jetzt war ich ungeschützt. Ru'uf hechtete quer über das Bett auf mich zu. Noch im Sprung zog er das Messer. Der Schamane prallte auf die Bettdecke. Sein Messer stieß in die Matratze. Mir kam blitzschnell eine rettende Idee. Ich packte den Rand der Decke und riss wuchtig daran. Ru'uf wurde vom Bett geschleudert und krachte auf die Erde. Bevor Ru'uf sich noch erholen konnte, wickelte ich ihn blitzschnell in die Decke ein. Ich hechtete zurück und hob mein Kreuz auf, um den Schamanen endgültig zu erledigen, als sich Mason Grover an mich klammerte. Bevor ich mich von ihm lösen konnte, war Ru'uf durch die Tür geflüchtet. Die Kinder waren oben. Eine gewaltige Angst flackerte in mir auf. Diesen Dämon würde es auch nichts ausmachen, zwei unschuldige Kinder zu töten. Safi hatte Bill niedergeschlagen und die Beretta an sich genommen. Sie stand hinter dem Gasthof und lauschte. Totenstille. Dann hörte sie Schüsse. Sie ging in diese Richtung. Dort musste sie ihren Vater finden. Ein verzehrender Hass brannte in ihrem Innern. Wie konnte ein Vater so grausam sein, sein eigenes Kind töten zu wollen? Nie würde sie vergessen, was geschehen war. Und eins war ihr klar geworden, so klar wie nie etwas zuvor in ihrem Leben. Es gab nur einen Überlebenden. Sie konnte nicht verstehen, dass die anderen das nicht begriffen hatten. Abrupt blieb sie stehen. Aus dem Haus neben ihr drangen Schreie und Kampflärm. Wohin, Mädchen? Oh Gott. Haben Sie mich erschreckt? Willst du in das Haus? Ja. Ja, dann komm, Kindchen, ich zeig dir den Weg. Den Vorsprung des Schamanen aufzuholen war mir nicht mehr möglich. Sein Messer war schon an der Kehle des Mädchens. Er hatte alle Trümpfe in der Hand. Und er wusste es. So ist es gut. Gib das Kind frei! Nein, ich gebe die Kleine nicht frei. Sie ist eine Gruber. Was hat das mit ihrem Namen zu tun? Alle Gruber müssen sterben. Und warum? Weil sie die Nachkommen der Hauptschuldigen sind, die mich vor 400 Jahren getötet haben. Und? War die Strafe nicht berechtigt? Hast du nicht die Menschen grausam erhängt? Ja, das hab ich. Eben. Aber die Hölle lässt sich nicht strafen. Anscheinend doch. Wer bist du? Ich heiße John Sinclair. Von dir habe ich gehört. Estero hat über dich gesprochen. Und Asmodina ebenfalls. Was hast du mit ihr zu tun? Sie ist meine Schutzpatronin. Meine nette Dame hast du dir da ausgesucht. Red nicht, sondern tu, was ich dir sage. Das könnte dir so passen. Jetzt bin ich am Drücker oder die Kleine büßt es. Nimm das Kreuz ab! Warum? So ein kleines Kreuzchen kann doch so einen großen Schamane nicht stören, hä? Mach schon! Oder willst du, dass ich ihr die Kehle durchschneide? Lass sie frei. Dann komme ich deinem Befehl nach. Für wie dumm hältst du mich, hä? Dieses Kreuz ist eine Waffe. Eine starke Waffe. Und ich will dich waffenlos haben. Gut. Mir bleibt keine andere Wahl. Aber wenn du dich an dem Mädchen zu vergreifen wagst, dann... Lass es fallen! Und jetzt hilft dir nichts mehr. John Sinclair. Im selben Moment begannen seine Kristallaugen in der Tiefe zu glühen. Für mich blieben nur noch Sekunden. Dann war ich für immer geblendet. Bill Connolly hatte das Gefühl, aus einem langen Alkoholrausch zu erwachen. Langsam kehrte die Erinnerung wieder. Er war niedergeschlagen worden. Von Safi. Dieses Teufelsweib. Bill atmete tief durch. Das hatte ihm in ähnlichen Fällen immer geholfen. Dann zog er los. Er fiel fast die Treppe hinab vor Schwäche, taumelte auf die menschenleere Straße. Nein, sie war gar nicht menschenleer.
Er sah zwei Gestalten und erschrak zutiefst. Die Große kannte er. Das war Destero, der Dämonenhenker. An der Hand hielt er ein kleines Kind. Auf keinen Fall durfte der Henker die Kleine mitnehmen. Und wenn er ihn mit bloßen Fäusten angehen musste. Destero sagte nichts. Er ging nur vor, zog das Kind mit sich. Dann schlug er zu. Seine Faust war wie ein Hammer. Bill wollte ausweichen, aber er schaffte es nicht ganz. Und die Faust streifte ihn an der linken Gesichtshälfte. Trotzdem warf der Schlag ihn zu Boden. Dann kam der nächste Hieb. Er löschte Bills Bewusstsein aus. Destero nickte zufrieden. Wie eine Puppe hob er den Reporter hoch und klemmte ihn sich unter den Arm. Dann ging er weiter. Doch auch er bemerkte nicht, dass er einen heimlichen Beobachter hatte. Die alte Kulina. Das Licht in den Kristallen des Schamanen wurde immer heller. Jede Sekunde würden die blendenden Strahlen herausschießen und mich... Als die erste Kugel an mir vorbeipfiff, hatte ich mich instinktiv zu Boden geworfen und mein Kreuz wieder an mich genommen. Der Schamane saß wie versteinert auf dem Bett und starrte auf seine Tochter. Safi hielt meine Beretta in der Hand. Das war Rettung in letzter Sekunde. Sie hatte nicht getroffen, aber Ru'uf war abgelenkt. Mit voller Wucht warf ich mich gegen ihn und riss das Kind aus seinem Griff. Hämmerte gegen seinen Waffenarm. Das Messer wirbelte durch die Luft. Ich fasste sein Gelenk und hebelte es herum. Er musste der Bewegung folgen und kam auf den Bauch zu liegen. Safi, kümmere dich um das Kind! Was soll ich? Das Mädchen weg! Endlich begriff sie und schob das Kind auf den Flur. Der Schamane hatte sich losgerissen. Ich drückte ihm das geweihte Kreuz in den Rücken. Deutlich sah ich den Abdruck im Fleisch. Er war demnach kein Dämon, sondern eine Mischung zwischen Mensch und Höllengeschöpf. Ich ließ Ru'uf los und trat zurück. Denn Safi hatte die Pistole auf ihren Vater gerichtet. Jeden Moment konnte der tödliche Schuss losgehen. Safi, gib mir die Pistole! Safi dachte nicht daran, mir zu folgen. Langsam richtete sie die Mündung der Pistole auf mich. Sie bekommen Ihre Waffe wieder, Mr. Sinclair, wenn ich ihn getötet habe. Du willst mich töten, Safi? Ja. Ich bin dein Vater, hast du gehört? Ich bin dein Vater. Und ich bin deine Tochter. Und trotzdem willst du mich töten. Und hast du nicht Gulliver umgebracht? Das ist etwas anderes. So, das ist etwas anderes. Ja, denk an unsere Gesetze. Keine Zigeunerin darf einen Fremdling heiraten, das weißt du. Und Gulliver gehörte nicht zu uns. Ich habe ihn aber geliebt. Ja, ich habe ihn geliebt. Und mich liebst du nicht? Nein, nicht mehr. Nach all dem, was geschehen ist. Safi, ich könnte dir Macht geben. Du brauchst nur die Mündung wieder auf John Sinclair zu drehen und dann zu feuern. Sprich nur weiter. Du wärst die große Heldin. Aha. Wenn er tot ist, vergelten dir die anderen dies millionenfach. Und was sonst noch? Du wirst Macht bekommen, mehr als ich je hatte. Du würdest an Asmodinas Seite stehen. Safi, krümm den Finger. Nur einmal. Ja, ich werde ihn krümmen. Aber nur für dich, Vater. Bevor du schießt, sollst du noch etwas wissen. Rede. Du hast ein Kind gerettet, ja? Aber das Zweite, was ist damit? Stimmt das, was er gesagt hat, Safi? Weiß ich nicht. Jetzt bist du platt, hä? Sinclair! Stimmt es? Ja. Es sind zwei Kinder. Wo ist das Kind? Hast du es getötet? Du Bestie! Nein. Wo ist es dann? Destero hat es. Verdammt, der Henker. Dann rede, Schamane, oder ich mach dich fertig. Was hat Destero mit der kleinen Clover vor? Er ist mit ihr zum Galgenhügel. Und wenn ich nicht nachkomme, wird er sie hängen, ist doch klar. Trotzdem muss er jetzt sterben. Nein. Wir wissen doch, wo das Kind ist. Also brauchen wir keine Rücksicht mehr zu nehmen.
Ich will ihn tot sehen. Tot, 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 tot! Sie hob die Pistole mit beiden Händen und zielte auf ihren Vater. Diesmal würde sie treffen. Aus dem Stand sprang ich sie an und schlug ihr die Waffe aus der Hand. Safi drehte durch. Sie ging wie eine Furie auf mich los. Du Hund! Warum durfte ich ihn nicht umbringen? Du verdammter Polizist! Diese Chance, die Safi ihrem Vater bot, nutzte dieser eiskalt aus. Mit zwei gewaltigen Sprüngen erreichte er die Tür. Dann war er weg. Ich aber kämpfte mit Safi. Wollte sie nicht hart anfassen. Ich hielt ihr die Arme fest. Dafür kassierte ich einen schmerzhaften Tritt ans Schienbein. Ich hörte mehrere Engel singen. Ich schleuderte sie aufs Bett. Dort blieb sie liegen. Ich nahm meine Beretta wieder an mich. Safi begann zu weinen. Ich lief ins Nebenzimmer. Das zerwühlte Bett sagte alles. Ich machte auf dem Absatz Kehrte und rannte wieder nach unten. Dass Safi mir folgte, merkte ich nicht. Meine Schritte hallten durch die menschenleeren Straßen. Plötzlich war Safi neben mir. Ah, sie war wirklich ein wunderschönes Girl. Am Gasthof hielt ich an. Der Wirt stand vor der Tür. Rufen Sie mir Mr. Connolly! Oh, der ist nicht da. Da hat er gesagt, wo er hin ist. Er ist auf die Straße gelaufen. Ja, und dann? Ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber er schien mir schwer angeschlagen. Aha, jetzt geht mir Licht auf. Haben Sie mir nichts zu sagen, Safi? Doch, Mr. Sinclair. Ich habe Ihren Freund niedergeschlagen. Ja, und andere damit in größere Gefahr gebracht, verdammt nochmal. Und Sie vor meinem Vater gerettet. Oder zählt das nicht? Ja, du hast recht, Safi. Entschuldige bitte. Ich habe die beiden gesehen. Wen? Den Henker und das kleine Mädchen. Und mein Freund? Der Henker hat ihn niedergeschlagen und mitgenommen. Danke. Sekunden später war ich schon unterwegs. Bill Connolly erwachte, als man ihn hart auf die Erde warf. Er öffnete die Augen. Über ihm baumelte die Schlinge. Sofort war er voll da. Er war nicht gefesselt. Unauffällig drehte er sich zur Seite. Neben dem Galgengerüst stand das Kind. Destero trat heran. Die rote Kapuze wirkte schaurig. Ich werde dich töten. Warum? Ich gehöre nicht zu den Dorfbewohnern. Du gehörst zu Sinclair und er ist mein Todfeind. Aber das Kind hat euch doch nichts getan. Lass es doch laufen. Keine Angst. Ich werde sie nicht hängen. Ich danke dir, Destero. Das besorgt ein anderer für mich. Ruf! Du Bestie, du widerliche Bestie. Wenn ich eine Waffe hätte... Aber du hast keine. Lauf weg, Kind! Los! Lauf weg, Maul. Bitte! Lauf Sonst weg! Gibt's eine drauf! Los, renn zu Daddy und Mami! Nanu, renn schon! Los! Du kannst noch welche haben. Und du auch. Oh, wahnsinniger Wurm. Du wagst es, den großen Destero zu schlagen. Ich mach dich fertig. Endlich reagierte das Mädchen und rannte den Berg hinab. Destero wollte ihr folgen, ließ es aber bleiben. Die Kleine entkommt uns nicht. Ich werde sie hängen, wenn du fertig bist. Er drehte den Reporter um und hob ihn hoch. Bills Kopf näherte sich immer mehr der Schlinge. In seiner Verzweiflung schlug er mit allen Kräften auf den Henker ein. Doch der lachte nur. Der Bursche wehrt sich, was, Destero? Lass mich ihn hängen. Ich will es machen. Ruf kam den Hügel herauf. Doch er war nicht allein. An der Hand zog er das kleine Mädchen hinter sich her. Ich jagte auf den Hügel der Gehängten zu. Schattenhaft hob sich der Galgen vom blassen Nachthimmel ab. Gestalten bewegten sich unter ihm. Ich erkannte Destero. Der andere konnte nur Bill sein. Sie kämpften. Dann hob Destero meinen Freund hoch und näherte sich mit ihm der verdammten Schlinge. In mir explodierte die Wut. Als der Schamane sagte, er wolle den Reporter aufhängen, ließ ihn Destero fallen. Ru'uf schleuderte das kleine Mädchen zu Boden und schrie, »Du bist eine Grover!« Bill drehte durch. In einem Anfall von Hass stürzte er auf Ru'uf zu. Bills Faust krachte voll in das Gesicht des Schamanen und schmetterte ihn zu Boden. Bill warf sich auf ihn. Da hieb ihm der Dämonenhenker die Handkante ins Genick. Dieser Schlag trieb Bill zu Boden. Heulend kam der Schamane hoch. Du Hund, du verdammter Hund, du, dafür werde ich dich blenden und
anschließend aufhängen. Du widerliche Bestie! Halt ihn fest, Testero! Halt ihn! Testero umklammerte Bill mit eisenhartem Griff. Der Reporter kam nicht mehr heraus. Der Schamane baute sich vor Bill Connolly auf. Seine Augen glühten von innen her. Noch einen Schritt kam er näher. Da rammte Bill ihm seine Füße voll ins Gesicht. Der Schamane wurde zurückgeschleudert und schlitterte über den Boden. Er erstickte fast an seinem Hass, als er wieder auf die Beine kam. Beeil dich, Ruf! Ja, ja, schon gut! Und diesmal ließ der Schamane Bill keine Chance. Ich hörte Desteros Stimme und auch die Antwort des Schamanen. Ich hatte nur noch Sekunden, um meinen Freund vor dem Schicksal des Erblindens zu bewahren. Ich warf mich flach auf den Boden. Die Beretta hielt ich bereits in der Hand. Auf seinen Kopf hatte ich gezielt und ich traf ihn auch. Plötzlich sprühten die Kristalle in seinen Augenhöhlen auf, wurden zu explodierenden Blitzen, die nicht nur den Kopf, sondern auch den ganzen Körper auseinanderrissen. Ro'uf, der Schamane, wurde buchstäblich atomisiert. Aber noch war Destero da. Der Dämonenhenker schleuderte mir meinen Freund Bill entgegen. Wir prallten zusammen und fielen zu Boden. Bis ich mich wieder gefangen hatte, war Destero verschwunden. Eine Nebelwolke erschien, hüllte ihn ein und löste seine Konturen auf. Ich feuerte in die Wolke hinein. Meine Schüsse waren ins Leere gegangen. Wir sehen uns wieder, John Sinclair. So wahr ich Asmodina bin, die Tochter des Satans. John, der Galgen bricht zusammen. Das Kind steht genau darunter. Mit einem Riesensatz sprang ich auf die Kleine zu, warf mich auf sie und rollte mit ihr zur Seite. John, ist alles in Ordnung? Lebst du noch? Ja, was hast denn du gedacht, Bill? In Tulverine war natürlich der Teufel los. Eine traurige Bilanz war zu ziehen. Der Tierarzt Grover würde sein Leben lang blind bleiben. Und den Coroner und Gulliver O'Flynn holte auch niemand mehr zurück. Safi, das schöne Zigeunermädchen, saß weinend neben der Leiche des jungen Mannes. Safi. Ja, Mr. Sinclair. Dein Vater, weißt du es schon? Ja, Bill hat es mir gesagt. Es tut mir alles sehr leid, mit Gulliver. Und dass ich so ungerecht zu dir war. Du hast mir immerhin das Leben gerettet. Oh, John, es ist so furchtbar. Warum musste das sein? Und warum musste Gulliver sterben? Für einen so schrecklichen Tod. Ja, ich weiß es auch nicht. Wir hätten so glücklich miteinander sein können. Ja, das glaube ich auch. Aber das Leben geht weiter, Safi. Wir wollten anschließend sofort nach London fahren. Ich hatte inzwischen mit Sir Paul telefoniert. Ein neuer Fall wartete auf mich. Nicht in England oder Europa, sondern in Indien. Sir Paul hatte was von einer geheimnisvollen Sekte gesagt. Ich war gespannt darauf und drückte mir jetzt schon beide Daumen. Doch auch Asmodina und der Spuk reagierten. Sie fassten um diese Zeit schon einen gewaltigen Plan, der mir das Ende bringen sollte. Aber davon werde ich später berichten. In der Erzählung Die Geier und der Wehrtiger. Tja, dann goodbye. Bis zum nächsten Mal, Freunde.